zusammen. Es ist Montag und ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir. Montag ist der Tag, an dem ich laut Trainingsplan zumindest die Füße ein bisschen hochlegen darf und einfach mal so einen kleinen Blick auf die Woche wieder werfe. Wie ihr auf Instagram sicherlich schon gesehen habt, gibt es bei mir jeden Sonntag den Sunday Bloody Sunday Review zu meiner Trainingswoche und ich möchte euch diese Woche einfach mal in meinen Trainingsalltag komplett mitnehmen. Nach 2 Jahren auf der Mitteldistanz werde ich dieses Jahr endlich mal lang machen. Das heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und dann nochmal 42,2 Kilometer laufen, alles an einem Stück und idealerweise nachher auch gut gelaunt im Ziel ankommen. Damit ich euch eventuell auch die Angst vor der Langdistanz nehme, euch einfach mal zeige, was so ein Triathlon bedeutet, was ein Triathlet eigentlich alles macht in seinem Trainingsalltag, nehme ich euch diese Woche mit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, kann euch einen kleinen Einblick geben oder auch ein paar Rätsel einfach mal lösen. In diesem Sinne, ich werde mir jetzt mal einen kleinen Sportdress anziehen, die Kettlebell holen und dann gehen wir auf die Matte. Servus! I tell 'em I'm harmonic, spin it like Sonic. Tell a DJ to keep the loop on it. I'm getting faded, reaching a blue bonnet. High upon a riser's beat, I flew on it. Like, don't stop, keep going. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going. Jump off like a motherfucking boy. Kaum die Schuhe angezogen, bin ich auch schon wieder zurück. Bisschen zapfig, aber passt schon. Heute gab es eine kleine GH1-Runde Nüchternlauf, bin ungefähr 12 Kilometer unterwegs gewesen, danach noch ein kleines Lauf-ABC, um einfach die Beine zu lockern, ein bisschen vorzubereiten für die Woche. Und das war es eigentlich auch schon für den Dienstag. Täglich gibt es natürlich ein bisschen Stretching, das gibt es jetzt noch, dann in die Zauberkugel und dann muss ich auch schon los zur Arbeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, würde mich freuen, falls ihr vielleicht auch noch eine Runde dreht. Und ja, bis morgen. Hola, hola, just groove. Got your girl going like just groove. All the fellas in the club just groove. Got your girl back it up just groove. Hola, hola, just groove. Got your girl going like just groove. All the fellas in the club just groove. Got your girl back it up just groove. Augenringe des Todes bestätigen's, ich war beim Schwimmen. Heute stand auf dem Trainingsplan 2400 Meter, sonst sind meistens eher so weit über den 3000 Metern. Dafür gab es heute Sprints und Einheiten mit den Pedals, das heißt es ging eher auf Kraft als auf Ausdauer. Ich werde jetzt noch ein paar Dehnübungen machen und ja, dann war es auch schon wieder für heute. So kurz kann es sein. Keep going, don't stop. Up the troops just to carry the loose, yeah. Revolutionary who's as wild as these dudes. Hey, yo, Mars. What up? Has anybody make a move? Ja, zum Feierabend stand ein Longrun auf dem Trainingsplan. GA1 90 Minuten, ist ein bisschen länger geworden. Waren jetzt knapp 19 Kilometer, die ich gelaufen bin. War ein schöner Longrun im Endeffekt. Bisschen was getan, ein paar Höhenmeter gemacht, die Isar Trails nochmal gesehen. Und im Schneelaufen ist ja auch nicht ganz das Schlechteste. Jetzt gibt's erstmal warmes Wasser unter der Dusche, was zu essen. Ich pack's. Servus. Not track, we break records and break rules. So go ahead, show these kids how we came through. I got them G, just chill back and play it cool, cool. Back when I was rapping in my bathroom, making rap tunes, dreaming of the day when I became a platoon. Would've thought it would've happened that soon, but Lord knows it's been long in the making. To the top from the basement, I think they get it, homie. Zum Ende der Woche stand ein kleines Feuerwerk auf dem Programm und zwar einmal Gewichtetraining, aber mit Koordination und natürlich auch das geliebte Schwimmen. Intelligenterweise habe ich das mit den Gewichten vorher gemacht, was mich beim Schwimmen ein bisschen zerlegt hat. Ich merke es in den Schultern. Auch heute ging es wieder eher um Kraft als um Ausdauer. Das heißt, es gab Paddles und Pullboy und dazu ein paar kleine All-Out-Sprints. Morgen geht es auf die Rolle. Heute Abend gibt es erstmal ein Bier, Karneval, Kopf frei kriegen. Ja, so muss das sein. They lookin' ready, homie, yeah. They petty for the ready-made, stay hatin' on me. You know the leaf got bangers, they said. And if you co-sign, homeboy, go ahead. Hold up, hold up, just groove. Got your girl going like, just groove. All the fellas in the club, just groove. Got your girl back it up, just groove. Hold up, hold up, just groove. Got your girl going like, just groove. All the fellas in the club, just groove. Got your girl back it up, just groove. Radfahren, Laufen, Radfahren und naja, schon hat man die Trainingswoche im Sack. Diese Woche gab es insgesamt 12 Stunden Training, nächste Woche gibt es 10. Das Ganze am Modell der Rückwärtsperiodisierung, quasi ausgehend von eurem Wunschwettkampf. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne hier in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich freuen, falls ihr den Kanal abonniert oder hier könnt ihr auch gerne noch was schauen. Euch einen schönen Tag, viel Spaß und naja, vielleicht sieht man sich mal beim Wettkampf. Servus!